Wir befinden uns hier auf dem Gorek. An diesem See ist der Wassermann aufgewachsen. Und hierher ist er Jahre später zurückgekehrt, um seine Opfer zu ertränken. Der Gorek ist über 60 Meter tief. Es ist kalt dort unten. Kalt und dunkel. Das mag ein Grund sein, warum man die Leiche des Wassermanns nach den schrecklichen Erlebnissen niemals gefunden hat. Manche behaupten, er wäre immer noch hier, irgendwo dort unten. Und es gibt nicht wenige, die behaupten, sie hätten ihn gesehen, nachts, wie er im Mondschein aus dem Wasser auftaucht. Aber das halte ich nur für ein Gerücht.